Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserer Konnichi-Couch. Die Runde ist etwas kleiner geworden und dieses Mal bleibe ich auch mit im Bild sitzen, weil ich habe die wundervolle Ehre, zwei Vertreter von Animex an meiner Seite zu haben. Und zwar zur Linken die werte Jenny. Hallo, grüß euch. Und daneben den werten Fu. Hallo. Und nicht nur, dass Animex eigentlich mit das Wichtigste ist, weil ohne Animex gäbe es diese Kunden nicht, ist so, ist Fakt. Animex hat auch viel im Background und es läuft auch viel über die Animex-Internetseite. Das wisst ihr ja, es ist eine große Seite, aber es ist ja auch inzwischen eine alte Internetseite. Und deswegen sitzen die beiden nämlich hier. Die wollen nämlich ein bisschen über das Thema reden, der Neubeginn einer Webseite. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist sehr, 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 sehr toll von der Konnichi, dass wir hier einen Slot haben und ein wenig über die Webseite quatschen können. Weil nicht zuletzt hat Animex ja schon eine immerhin 18-jährige Historie hinter sich. Ne? Erster Tag war ja der 1.1.2000 und damit auch der Beginn der Codeentwicklung. Und wir haben ein relativ turbulentes Dreivierteljahr hinter uns, seitdem wir die neuen Server haben. Manches lief gut, manches weniger. Und wir haben auch eingesehen, wir haben die Grenzen erreicht mit dem aktuellen Stand und jetzt auch begonnen, einen neuen Code-Kern zu entwickeln. Genau. Erstmal, um uns vom Team her vorzustellen. Ich, Jenny Udiu, bin zuständig für die Wartung des PHP-Codes und für die Neuentwicklung der neuen Areale. Und Fu, magst du auch was sagen? Ja, ich habe begonnen mit der App-Entwicklung bei Animex und mittlerweile bin ich auch etwas für die Server zuständig und helfe auch mit bei der Neuentwicklung und der Wartung des Codes. Genau. Das Schöne ist ja, unser Team ist relativ gewachsen jetzt auch durch die durch diese Neustrukturierung. Am Anfang ist ja relativ viel nach Katos Weggang am Tobias Erlacher, am Galileo hängen geblieben. Und dadurch bist du ja dann auch ins Webteam gekommen, richtig? Das ist richtig. Genau, und als dann feststand, dass wir die Server wechseln müssen von Online-Welten weg, bin dann auch ich dazu gekommen und der Lore. Lore hat sich mitunter dem Setup für die ganzen Server angenommen und dort mit dem Galileo zusammen auch eine schöne Struktur überlegt, wie wir das Ganze dann demnächst aufziehen sollen. Genau. Okay. Ihr habt mir ja im Vorhinein ein paar Fragen so geschickt, die ich euch stellen darf und soll, einfach damit wir hier ein bisschen Struktur reinkriegen. Die Neuentwicklung. Ich habe es ja schon angeschnitten, aber was ist der eigentliche Grund, warum ihr sagt, okay, wir müssen jetzt was neu entwickeln und was sind die Vorteile davon, die es als User dann bringt? Ich glaube, ganz, ganz, ganz oben auf der Stelle liegt dann natürlich der Responsive-Faktor, dass man die Webseite deutlich besser dann auch mobile bzw. auch am Tablet bedienen kann, Desktop aber ebenso vollkommen ausgeschöpft wird. Und da bringen wir auch ein ziemlich erfahrenes Team dahinter mit. Also wir haben ebenfalls noch im Team den Caleb, der sich beruflich seit über 16 Jahren inzwischen den Entwicklungen annimmt. Und der Vorteil für den User ist natürlich deutlich weniger Ausfälle, weil der Code eben auch aktuell ist und mit aktuellen Servern viel, viel besser kommunizieren kann. Es sind viel bessere Caching-Faktoren drin. Das heißt, sollte mal irgendwo doch etwas nicht laufen, schmiert nicht gleich die ganze Webseite ab, sondern eben nur der eine Teil. Es kommen eher Fehlermeldungen, wo steht, ups, hier ist etwas schiefgelaufen, macht nichts, wir kümmern uns drum. Deswegen ist aber nicht gleich die ganze Seite down, sondern wirklich nur dieser kleine Block. Also für den User soll natürlich auch alles an Funktionen erhalten bleiben, was jetzt da ist, bis auf ein paar Stellen, die wir wirklich wegschmeißen müssen, weil sie nicht mehr genutzt werden. Also das können wir auch statistisch nachlegen, dass einige Bereiche nicht mehr aktiv sind, wie zum Beispiel das Go-Spiel ist ja ziemlich gesunken. Sehr minimal zumindest. Also. Genau. Aber an und für sich wollen wir wieder, dass Animex diesen Stand erreicht, mit dem er früher so geschätzt wurde auch. Also damals war es eine Plattform, wo sich Anime- und Manga-Fans zusammenfinden konnten und eine Basis miteinander hatten, viel Spaß durch funktionale Entwicklungen und so weiter empfinden und erleben konnten und nicht mehr diesen Stillstand erleben. Ja, und das ist ja auch eins der Probleme. Animex ist über 18 Jahre gewachsen und die Bereiche sind uneinheitlich, sind nacheinander entstanden und auch das Problem lässt sich dadurch dann lösen. Genau, also technisch eine
suchen wir den gemeinsamen Nenner und ab dort setzen wir dann auch die Sektionen miteinander auf. Also wollt ihr sozusagen den Charme der 90er Jahre, der noch so ein bisschen über diese Internetseite drüber weht, einfach mal wegpusten und ins Jahr 2000 ankommen? Ja, definitiv. 2010 plus. Ja, 2000 ist schon ein bisschen her. 2000 haben wir aktuell den Stand. Das hört sich schon mal nach einem guten Fortschritt an, weil ich glaube, jeder User, der auf Animex unterwegs ist, hat sich schon das eine oder andere Mal tatsächlich ein bisschen an der Webseite gestört. Oder wie seht ihr das? Ihr dürft eure ehrliche Meinung sagen. Ja. Okay, also ihr habt auf jeden Fall schon mal die Rückmeldung, das, was ihr macht, findet Anklang. Das finde ich schon mal gut. Ihr könnt uns ja jetzt viel versprechen. Was ist denn jetzt so geplant? Was wollt ihr denn uns so alles Neues kredenzen? Also letzten Endes planen wir nicht alleine. Das ist ja schon mal das ganz Wichtige. Jede Planung, die wir durchführen, kommunizieren wir inzwischen deutlich intensiver auch an die User. Wir haben dafür den Beta-Zirkel eingerichtet, wo man den aktuellen Stand abrufen kann. Kann man auch auf Animex finden. Jeder darf sich zu jeder Zeit anmelden. Man muss nicht warten, dass man freigeschaltet wird. Möchte man das nicht, hat man auch die Möglichkeit, mir jederzeit also unter Udiu eine ENS zuzuschicken. Dann poste ich eben den Inhalt, der gewünscht ist, dass er da erscheint. Und da kann man ganz, ganz viel Feedback geben und auch aktuelle Codestände jederzeit einsehen. Ich versuche da auch möglichst vieles relativ schnell zu posten und teilweise auch zu streamen auf Twitch. Ja. Okay, also ist es nicht nur eine Umarbeitung, die im Hintergrund stattfindet, ihr wollt es tatsächlich auch die User aktiv mit einbinden. Richtig, also das ist uns sehr wichtig, weil das ja auch einer der Hauptkritikpunkte über die letzten Jahre ist oder vielen Jahre, dass es ein wenig Rückmeldung von der Entwicklung gab und das wollen wir ändern. Okay. Das Schöne an Animex ist ja, dass jeder Animex für sich selbst anders empfindet. Einige nutzen das als RPG-Plattform. Naja, viele nutzen das als RPG-Plattform. Der zweite große Slot sind die Fanfics natürlich, die sehr prominent sind. Aber auch kleinere Bereiche, die jetzt weniger Aufmerksamkeit kriegen, sind aber für diesen User sein Animex. Und genau das möchten wir in dem Fall wieder koppeln und kombinieren. Und niemand soll sich deswegen irgendwo, also keiner soll runterfallen, sondern das Animex, das sie sich damals aufgebaut haben, soll jetzt nochmal in zeitaktueller Ebene weiterhin existieren. Ich habe gelesen und ihr habt es mir auch gesagt, ihr habt ein bisschen was mitgebracht zu dem Thema. Wollt ihr uns das zeigen? Ja, sehr gerne. Wir haben die aktuellen Layout-Entwürfe dabei für die neuen Sektionen von Animex. Dazu vielleicht noch ein bisschen ein technischer Hintergrund. Wir tauschen die gesamte Webseite aus, durchaus, aber eben nur nach und nach. Das heißt, man muss nicht warten, bis alles fertig ist und boah, da ist dann auf einmal alles neu, sondern es wird ein Areal gewechselt. Die User haben die Möglichkeit, sich das anzuschauen, Feedback dazu zu geben und dann folgt das nächste. Durchaus aber mit einem neuen Layout. Ja. Ja, da gibt es dann einen kleinen Bruch. Also während man zwischen neuen und alten Bereichen wechselt, ist dann natürlich das Feeling nicht gleichbleibend. Richtig. Wir haben die globale User-Umfrage gestartet und dort auch ermitteln können, dass die alte Optik nicht mehr so ganz angenommen wird und eben da auch sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf besteht. Und hier sehen wir zum Beispiel den aktuellen Grundrahmen, so wie es geplant ist, oben mit einem variierenden Header-Bereich, natürlich mit einer Titelleiste und einem Content-Bereich, der jetzt farblich komplett den aktuellen Animex-Farben entspricht. Also ich höre immer wieder, ja, die Farben, die sind ja jetzt viel ganz anders. Das stimmt gar nicht. Es sind exakt die Farben mit den Hexdezimalwerten, wie sie auf der Seite vorkommen. Allerdings nicht mit dem dunkleren lila Überklatsch oder wie soll man das nennen? Es ist nicht mehr der alte knallige Fliederton, der mal war. Also die Animex-Farben haben sich vor einigen Jahren geändert, auch was Flyer und Standaufbauten anging. Genau, aber ist ja aktuell schon auf der Webseite vertreten und so meine ich das, dass dementsprechend. Genau, also so wäre es jetzt, was ich meinte, da kann man es relativ gut miteinander vergleichen. Hier wäre dieser fliederne Ton noch drüber. Genau, wenn man hin und her schaltet. Es ist ein minimaler Unterschied. Ja. Und man sieht es auf dem Bildschirm auch nicht ganz so gut. Ja, das Bild ist auch leider sehr klein, weil es halt
die ganze Seite darstellt und eigentlich würde man ja scrollen. Das ist jetzt hier leider etwas ungünstig. Genau, also das ist jetzt natürlich eine Webseite von oben bis unten betrachtet. Normalerweise sieht man die 16:0 Darstellung vom Monitor und hier ist es die ganze Seite als Screenshot. Aber wir werden gleich nochmal im Detail drauf kommen können, wenn wir uns den Eventkalender, die erste Sektion, die wir umgesetzt haben, im Detail ansehen. So könnte jetzt eine Content-Seite ausschauen, eine Fan-Work-Cosplay-Unterseite könnte man auch für die Fan-Arts natürlich adaptieren. Aber es sind alles nur Vorschläge, ja, also das ist eine Idee und Feedback ist gewünscht. Im Beta-Zirkel wird auch reichlich schon darüber diskutiert, auch mitunter über die Glocke, ob das jetzt nicht zu Social-Media-lastig ist, ob man da nicht eher auf Animex näherde Formen gehen möchte, zum Beispiel auf eine Weltkugel mit zwei Xen, finde ich auch sehr schön, die Idee. Ja, oder Aiko und Yuki als ENS-Hitter, die wir noch kennen und auch behalten wollen. Die kommen natürlich auch mit rein, also meine Demo hat nur noch keine ENS erhalten. Ja, hier nochmal der Vergleich, wie es wäre, wenn man ein Misandry unten nimmt. Ein Misandry, um es nochmal erklärt zu haben, ist ein Content-Element, ein Content-Block, das nach oben rutscht und freie Flächen füllt. Also das eine wäre jetzt sehr starr, sehr gleichmäßig und das andere würde sich an die Bildhöhe automatisch anpassen. Und hier wäre natürlich dann auch noch weiterhin Diskussionsbedarf mit den Usern. Wenn es diese Variante werden soll, möchte man da Bildausschnitte zuschneiden? Darf man dann einen Bereich setzen oder soll das Seitenverhältnis beibehalten werden, aber dafür dann der Hintergrund ein bisschen in den Blur nochmal gefüllt werden? Also das ist alles noch in der Entwicklung. Und deshalb sage ich es auch immer wieder gerne, Feedback ist gewünscht. Wenn ihr Ideen habt, dann sagt sie. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen langgezogen. Das könnte, so wie ich das verstanden habe, dann die mobile Ansicht sein. Das ist natürlich jetzt die komplette Seite von oben bis unten. Und das ist sie. So soll es dann aber vielleicht auf dem Handy aussehen. So könnte es dann auf dem Handy aussehen, ganz genau. Ich finde das immer wieder lustig, wie so eine Handy-Webseite ausschaut, wenn man es mal von oben bis unten betrachtet. Also die Mediengestalter unter euch, die werden sich denken, yo, habe ich immer in meinem Adobe XD oder Sketch oder welches Programm man auch immer dann verwendet, Photoshop. Aber, und so sieht es dann aus. Aber man selbst sieht immer nur einen kleinen Teilausschnitt davon. Da kann man sich jetzt relativ wenig vorstellen, aber wir haben nachher auch noch Elemente drin, da kann man sich angucken, wie es dann tatsächlich auf einem kleinen Bildschirm wirken würde. Hier sieht man dann nochmal die Idee von dem anderen Layout in der Mobile-Variante. Unten hätten wir dann ganz gerne Footerleiste, dass man dort Notifications direkt empfangen kann oder ganz schnelle Wege zum Content hochladen. Genau, also das Hochladen von neuen Sachen auf den Apps oder auf der mobilen Website ist im Moment schrecklich, muss man wirklich so sagen. Und das wollen wir auch wesentlich vereinfachen. Also diese Navigationsleiste unten, die wäre auf jeder Seite sichtbar. Das heißt, man kann hingehen und sofort das neue Cosplay-Foto, das man eben geschossen hat, hochladen. Das ist das Ziel dahinter. Und wie ich das sehe hier bei der roten 1, scheint das das ENS-System zu sein, oder? Unten ist das wohl der Add-a-Chat und oben ist das dann Benachrichtigung, ENS, alles, was es so auf Animex gibt. Also oben könnte man sagen, die persönliche Startseite nur halt eben immer zu sehen. Die persönliche Startseite wird deswegen aber nicht abgeschafft. Also es ist nur zusätzlich ein Element, dass man nicht erst die Seite wechseln muss, wenn man gerade so interessante Fanfics oder sowas liest oder nur Gingy anschaut, aber man hat gleichzeitig eine Benachrichtigung bekommen. Dann möchte man doch direkt vielleicht gucken, was es ist und dann kann man das quasi in einem Pop-up direkt dann sehen. Genau, jetzt sind wir hier wieder am Anfang und es war eine grobe Idee, was man so machen könnte. Man muss dazu sagen, wir haben im Moment noch keinen Webdesigner. Ja, also all diese Ideen, die wir hier haben, die stammen von mir und ich bin eher Entwickler, aber ich nehme auch sehr gerne Unterstützung von einem Webdesigner an. Ja. Wink mit dem Eiffelturm. Boah. Wer gerne helfen möchte, ist willkommen. Apropos helfen, ganz kurz Break. Ihr wisst ja alle, Animex ist ein Verein. Wir machen das alles ehrenamtlich. Und wenn ihr mal Lust habt, mal mitzuhelfen beim Animex hier auf der Konichi, ihr seid gerne eingeladen, einfach mal das zu erfahren. Ja, Ehrenamt, es gibt kein Geld, aber es gibt ein geiles und schönes Gefühl. Deswegen machen wir das alle
Und deswegen auch einmal schon mal ein Dankeschön an euch, dass ihr euch um darum kümmert. Da dürft ihr klatschen. Genau. Zurück vom Ehrenamt zum Eventkalender. Das hattest du ja gerade angeschnitten. Genau, den Eventkalender, den haben wir auch vorbereitet. Der geht jetzt in den nächsten Wochen in die Public Beta und darf dort auf Herz und Niere getestet und geprüft werden. Man kann ihn sich auch schon vom aktuellen Stand her angucken am Animex-Stand. Also man kann hingehen, die Demo liegt dort bereit und sich schon mal eine Idee gewinnen lassen, wie es denn so sich anfühlen würde, wenn man dort durchklickt. Weil klar, reden kann man viel, Bilder kann man zeigen, aber letzten Endes, ob es sich auch flüssig anfühlt und ob man sich da heimisch vorkommen kann, ist immer was anderes. Genau, deswegen haben wir mal auch eine Demo von der Webseite mitgebracht, wie das aussehen könnte. Also man sieht auch, der Header dort oben ist sticky, der würde die ganze Zeit mitlaufen. Später soll er noch einen Dropdown erhalten, um die aktuelle Struktur nachzubilden. Das fehlt jetzt hier noch in der Demo, kommt aber dann zur Public Beta. Und man sieht auch hier schon mal ein Event angelegt worden vom Animex-Stand, wenn man dort reinklickt. Der Header ist immer der, den man gesetzt hat. Also man kann selber aussuchen, welchen Header man haben möchte. Das Logo wird jetzt demnächst noch ein Plätzchen finden. Und dann sind hier die ganzen Informationen aufgeschlüsselt. Man kann sagen, möchte man daran teilnehmen oder nicht. Yuki ist jetzt mal interessiert, weiß aber noch nicht, ob er teilnehmen will. Und man kann es auch teilen, man kann es auch flamen, was man so machen möchte. Die Adresse steht dort natürlich direkt dabei. Man kann es sich in einen Kalender exportieren und man kann natürlich dazu auch chatten. Das ist im Moment noch nicht an Ajax gebunden. Das heißt, man landet wieder oben auf der Seite, aber letzten Endes steht dann hier die Nachricht da. Dann kann man der Nachricht eine Nachricht schreiben. Also Sub-Kommentare gibt es natürlich auch dazu. Kann man dann wieder aufklappen. Das Ganze wird natürlich danach in Ajax laufen, so dass es nicht immer neu lädt und man nicht wieder oben landet. Aber das ist dann ein Thema für die Public Beta. Genau. Und natürlich wird da ein Sub-Kommentar geschrieben, oben Notifications, man kriegt eine Info dazu. So ist das geplant, kennt man ja irgendwoher dann noch, ne? So von also diversen. Probiert es am Animex-Stand aus. Genau. Und später dann auch selber zu Hause online und gebt uns Feedback, das ist sehr wichtig. Also da, dass da noch nicht alles stimmt und perfekt ist, das wissen wir, aber was euch stört oder was ihr für Vorschläge habt, das interessiert uns. Ebenfalls dabei sind schon die Mitfahrgelegenheiten. Angebote, man kann welche erstellen. Genau, man kommt jetzt mit dem Zug, Gruppenticket, nur die Hinfahrt. Nee, inzwischen kann es nur noch die Rückfahrt sein. Deutschland, was haben wir für eine Postleitzahl? Sagen wir mal, was haben wir hier für eine Postleitzahl? Kassel hat viele Postleitzahlen. Wir nehmen jetzt irgendwas mit 8, da werden wir schon nicht so sehr daneben liegen. Also bei der Postleitzahl ist es natürlich München. Ja. Übrigens der Sitz vom Animex. Hupala. Ach, mit diesen Handschuhen kann man aber auch einfach nicht tippen. So, über, ja, dann wäre es aber doch wahrscheinlich eher die Hinfahrt, würde man, wie auch immer. Über, keine Ahnung, Stuttgart, kommt man da überhaupt vorbei? Ist ein großer Umweg. So, und dann, ich habe bla. Genau. Das veröffentlicht man jetzt schön. Vorführeffekt. Vorführeffekt, das klappt natürlich nicht, aber man muss ja auch gerade warten auf demo.animex.de. Genau. Also jedenfalls, das sind nach wie vor die Funktionen, die auch der alte Eventkalender gebietet hat. Es sollen noch ein paar neuere dazukommen und man soll dann natürlich auch darauf reagieren können. Dieses Formular wird optisch nicht so bleiben. Das ist jetzt ein ganz normales Standardformular, ist allerdings schon vor Injections und Pipapo geschützt. Das heißt, man könnte uns jetzt keine DDoS-Attacke an den Hals jagen darüber. Genau, also Sicherheitsstandards sind uns natürlich in der Neuentwicklung von Animex sehr, sehr, sehr wichtig. Und da versuchen wir natürlich, den möglichst besten Stand zu erhalten. Eventreihen wird es nach wie vor geben, die sind jetzt in einer Liste, noch mit relativ viel Weiß, wird allerdings entfernt. Und da sieht man auch, dass die Eventreihe an und für sich optisch ein bisschen anders ausschaut, die Informationen koppelt und bündelt.
und dann natürlich auch auflistet, welche Events dann zu dieser Eventreihe gehören. Die Bilder dort, wie gesagt, sind allesamt selbstbestimmbar. Sollte keins gewählt werden, wird jeder Event-Typ ein Beispielbild haben, das so ungefähr in das Thema hineinpasst und anschließend ausgegeben. Wer es so plakativ nicht mag, hat die Möglichkeit, in die Slim-Variante zu wechseln. Wer filtern möchte, kann dies natürlich auch tun. Die Filter werden noch entsprechend erweitert. Das sind jetzt im Moment noch relativ wenige. Und sagen wir mal, wir suchen jetzt nach Animex. Die Freitextsuche gibt es natürlich auch. Ah, da hat jemand schon ein Event eingestellt. Wunderschön. Ja, also ihr seht, es funktioniert tatsächlich schon. Es ist nicht nur ein Fake. Wenn jemand tatsächlich live gerade etwas davon erstellt. Also nicht schlecht. Also es ist jetzt ein Anfang natürlich. Was noch da neu dazugekommen sind, sind natürlich diese kleinen Infos hier. Was denn das Event zu bieten hat. Gibt es Karaoke? Gibt es Competitions, also Wettbewerbe? Hier sieht man da auch eine kleine Information dazu. Wie viele User werden denn erwartet ungefähr? Genau, das Ganze ist jetzt nur mit Essen und Wettbewerben. Also das Wichtigste ist bei diesen Beispiel-Events abgedeckt. Essen und Wettbewerbe. Man kann nichts ohne Essen. Nichts ohne Essen. Also Catering vor Ort soll das bedeuten tatsächlich. Dann gibt es noch Karaoke, Games Room. Vielleicht habt ihr noch Ideen, dann können wir das gerne auch noch erweitern. Und nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dieser Text, der da drunter steht, dieses lateinische irgendwas. Das ist so ein Dummy-Text, den gerne Programmierer nutzen, um irgendwie einen Text auszuprobieren. Also ich sehe das jetzt nicht zum ersten Mal, für die es noch nicht kennen. Das ist so ein Dummy, den Programmierer halt gerne nutzt, um zu gucken, wie sieht der Text aus. Lodem ipsum dolor sit amet. Mein Kollege sagte einst, ich spreche das ja schon fließend. Oh, wow. Stimmt allerdings nicht, ich kann nur diese 5 Wörter davon. Weil es die Zeit erlaubt. Ihr habt mir hier 2 optionale Punkte aufgeschrieben, die ich trotzdem jetzt gerne ansprechen möchte. Und zwar ist der erste optionale Punkt die Abschaffung der Freischaltung. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Also über die vergangenen Jahre, jeder kennt, denke ich, die Freischaltung auf Animex. Man lädt ein Foto hoch, irgendwer muss es freischalten, man macht ein Cosplay aus der Fotogalerie, es muss freigeschaltet werden. Man lädt ein Fanart hoch, erfüllt es die Regeln, muss man was ändern, es wird dann freigeschalten. Das möchten wir gerne alles nach und nach ändern. In vielen Bereichen ist es auch schon nicht mehr auf Freischaltung. Also Fotos kann man einfach hochladen und sie werden dann im Nachhinein kontrolliert, wenn sie quasi wirklich nicht regelkonform sind. Also wenn es wirklich Fotos sind, die nicht erlaubt sind, dann werden sie dann entfernt. Genauso wie die Cosplay-Regeln, die wurden zum Beispiel schon sehr viel vereinfacht, dass wir nicht mehr in den Regeln festschreiben, was ist ein Cosplay. Wie hat ein Cosplay auszusehen, um ein Cosplay zu sein? Und das war auch ein großer Kritikpunkt an Animex, diese Freischaltung. Weil natürlich auch die Freischalter arbeiten ehrenamtlich, sie sind nicht rund um die Uhr da. Dann dauert das mal einen Tag, bis das Cosplay freigeschaltet wird. Das mag dann irgendwer schon nicht, weil wir wollen es ja jetzt angucken und seinen Freunden zeigen. Und genau, da wollen wir dann arbeiten. Da hat sich der Trend natürlich auch immer an Echtzeit-Uploads und so weiter hin entwickelt. Ja genau, man twittert etwas und sofort können es alle sehen und es interessiert keinen, ob man das jetzt irgendwie vorher freischalten und kontrollieren muss. Genau. Okay, und die zweite Option, die ihr hier genannt habt, ist die Überarbeitung von Tofu. Was genau wollt ihr da überarbeiten? Alles. Ja, fast alles. Also Tofu ist natürlich, für die, die es nicht kennen, ein Produkt, das wir auf der Webseite anbieten, um besondere Funktionen freizuschalten. Also es steht auch für tolle Funktionen, ne? Tolle Funktionen. Genau, das heißt, man kann so sein Guthaben dort füllen und dann bestimmte Funktionen freischalten. Man kann auch wählen, in welchen Bereichen. Wieder einmal die RPGs, ne? da geht einiges. Aber die sind natürlich inzwischen auch nicht mehr so ganz zeitaktuell. Ja. Also manches ist da natürlich drin, das eher schon von anderen Seiten her als frei zugänglich betrachtet werden sollte. Zum Beispiel Löschen von Sachen. Man darf Avatare benutzen, das ist genau auch so eine Sache. Genau. Also, genau, da ist dann die Frage abwägen, was muss weiter Tofu bleiben, damit wir natürlich auch das Projekt Animex Website weiter betreiben können, weil das ist natürlich, selbst wenn wir ehrenamtlich arbeiten, kostet es Geld. Die Server müssen bezahlt werden und andere Dinge. Und es gibt natürlich auch Tofu, das kann man dann abschaffen, da muss man halt dann abwägen und halt auch gucken, was wollen die Leute. Ich denke gerade Tofu
das fast niemand benutzt, ist so ein Kandidat, das kann man dann einfach wahrscheinlich freigeben. Genau, oder eben die Funktionen, die schon tatsächlich zum Standard die eigentlich Standard sein sollten. Genau, genau. Also nochmal, so wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, 90er Jahre raus, 2010er rein. So ist es. Okay. Was erwartet uns dann jetzt so in den kommenden Monaten, Wochen, Jahren? Was habt ihr euch denn jetzt da so vorgestellt, was dann da so alles kommen könnte? Also als erstes wird natürlich der Eventkalender jetzt präsentiert. Das ist so der erste Berührungspunkt, wo alle dann ausprobieren können, wie es sich anfühlt, wie kann es sein. Wir können ja noch einiges ändern. Das ist dann euer Feedback wieder wichtig. Und wir haben dann auch vor ein paar Wochen im Animex-Blog eine Roadmap gepostet. Der nächste Punkt, der da draufsteht, wenn ich mich nicht irre, ist die Überarbeitung der Fanwork-Bereiche. Also Fanarts, Fotos, Cosplay, Fanfakes und was da noch alles ist. Die sind teilweise sehr unterschiedlich gemacht im Moment. Mhm. Die Kommentare funktionieren in dem einen Bereich so, in dem einen so. Deswegen haben wir uns gedacht, die kann man als ein Ganzes angehen und schauen, wo kann man da Berührungspunkte finden und alles ein bisschen intuitiver gestalten. Und vereinheitlichen sozusagen. Genau, vereinheitlichen. Okay. Das richtig. Trifft das ganz gut. Natürlich gibt es da kleine Unterschiede. Also zum Beispiel die Fanfics haben sehr viele eigene Bereiche, wie das Pairing. Das braucht man jetzt nicht unbedingt bei den Fanarts. Die sollen jetzt natürlich nicht wegfallen. Also es werden natürlich auch noch bereichseigene Funktionen erhalten bleiben. Aber da, wo wir den gemeinsamen Nenner finden können, dann werden wir ihn nutzen und das wird auch die Wartung des Codes auf Dauer wesentlich vereinfachen, weil man eben nicht mehr 4 bis 5 Stellen warten muss, sondern nur noch zentral eine. Genau, und das, was uns ja eigentlich wieder auf das zentrale Thema zurückbringt, ihr macht das ja alles ehrenamtlich. Also irgendwie muss man ja gucken, dass man seine geringe Freizeit, die man da rein investieren kann, ja auch irgendwie sinnvoll nutzt. Ja, genau, so spart man sich natürlich Zeit, ja, wenn man gleich so viele Bereiche abdecken kann. Mitunter dachten wir uns auch, deswegen lohnt es sich, die Fanbox anzugehen, weil wir dort relativ viele Bereiche mit nur einem Schlag erledigen können, während andere wieder sehr aus der Reihe tanzen, also nur vom codemäßigen Betrachtungspunkt und mehr Zeit aufbringen würden. Ich meine schon als Beispiel, wenn dann so eine Bugmeldung kommt, das Foto hat die falsche Orientierung oder das hochgeladene Bild bei der Fanart-Entstehung hat die falsche Orientierung, dann kriegen wir diese Meldung, dann gehen wir dahin und dann fixen wir das und denken wir so, okay, es hat hier nicht funktioniert. Wir wissen dann schon, irgendwo anders wird es immer noch nicht funktionieren, weil es ist anderer Code, es ist halt ein ähnlicher Bug, den wir dann auch fixen müssen, den wir dann halt noch nicht kennen und das würde sich dann in Zukunft vermeiden lassen. Und was beim aktuellen Code natürlich immer eine Schwierigkeit ist, da beheben wir eine Stelle und auf einmal reißen wir eine ganz andere Baustelle an irgendeiner anderen Stelle wieder auf, ohne es überhaupt wirklich mitzukriegen. Ja. Also automatisierte Tests gibt es bei 18 Jahre alten Code leider nicht. Schon gar nicht, wenn es auf die Art und Weise, also ja, 2000, da gab es das einfach noch nicht. Das war noch nicht wirklich so in der Art und Weise Standard, sage ich jetzt mal. Ich sag mal so 2000, das war noch die Zeit, wenn man ins Internet wollte, dann durfte man das Telefon nicht vom Hörer abnehmen. So das ist noch die Zeit. Genau. Ich habe auch schon für Quartal 3 2019 ist tatsächlich auch schon was geplant. Oh ja, und zwar gucken wir jetzt auch mal in unseren Spickzettel rein, damit wir nichts Falsches sagen. Genau, für Quartal 3 steht dann zum Beispiel die neue RPG-Sektion auf der To-Do-Liste. Das ist ja einer der wichtigsten Bereiche mit den ganzen Fanwerk-Sektionen zusammen, wenn nicht sogar der Bereich. Also es ist unser größter Bereich eindeutig, ja, der am meisten genutzte. Genau, und den wollen wir natürlich dann auch nicht ewig warten lassen. Ja. Genauso wie die User-Registrierung oder wie man neue Nutzer auf Animex führt. Also ich meine, wir können nicht nur von allen Leuten leben, quasi die Animex seit 2000 begleiten, sage ich jetzt mal. Wir müssen ja auch neue Nutzer gewinnen für die Community. Und im Moment ist Animex so ein bisschen kompliziert. Und wenn man sich registriert, was macht man da, wo findet man Dinge? Was inzwischen ja auch schon sehr Gewohnheit ist, ist, dass man sich gar nicht mit eigenen Zugängen registriert, sondern man sagt, oh, ich habe hier ein Google-Konto, ich habe hier ein Facebook-Konto, ich habe hier ein Twitter, DeviantArt, was man nicht alles nutzen kann, um sich zu registrieren. Und da klickt man dann drauf und sofort hat man den Zugang, einen User-Account. Also diese kurzen Wege wollen wir in Zukunft natürlich auch anbieten. Und auch weiterhin noch die SMS-Variante. Das habe ich tatsächlich bisher nur beim Animex gesehen, dass man sich nur mit der Handynummer einloggen kann. Ja, ohne E-Mail-Adresse. Ohne E-Mail-Adresse gar nichts, man kriegt eine SMS und das war's.
Schon ist man drin. Genau. Als nächstes kommen die neuen Datenbanksektionen. Das ist dann wieder ein Thema, wo der Caleb sich austoben kann, weil das für ihn so ein kleiner Herzenstraum ist, endlich mal eine schöne Datenbankkonstruktion anzubauen. Was kann man sich darunter vorstellen? Also wir haben ja aktuell auch schon eine Datenbanksektion. Es geht jetzt nicht um die technische Datenbank, wo alles drin liegt, sondern das, was man im Frontend sehen kann. Serien, Themen, Charaktere. Das ist auch eine Idee übrigens bei der User-Anmeldung, dass man auf diese Charakterliste, die wir da haben, zurückgreifen kann, um Usernamen-Vorschläge zu kriegen. Und das ist natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Animex. Wenn man bei uns ein Foto von einem Event postet, kann man, oder auf einen Fanart hochlädt, kann man die Serie markieren, man kann den Charakter markieren, den man dargestellt hat, und danach suchen. Und das ist etwas, was ja, Facebook und Twitter schon schwerer machen. Da kann man zwar taggen, aber ja, man kann nicht eine Serie anklicken und dann mal alle Fanarts schön sehen oder alle Cosplays. Genau. Ebenfalls zur Datenbanksektion kommt dann die Anime-Streaming-Suche dazu. Das heißt, viele Stream-Dienstleister bieten ja inzwischen auch Anime-Folgen an. Und da kann man dann gucken, welcher Streaming-Dienstleister überhaupt welche Folgen anbietet. Das ist dann eine, wollte ich meinen, Erweiterung, ja. Aber das geht mir ja selber so, wenn ich mir ein Anime jetzt mal angucke oder eine Serie oder so, dann musst du erstmal dich durch 5000 Seiten auf Google durcharbeiten, bis du dann irgendwie mal eine chronologische Reihenfolge zusammen hast. Also ich glaube, das wäre definitiv Fanservice. Das wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn es angenommen wird, dann kann man, da gehen die Hände in die Höhe. Ja, also da kann man sich natürlich auch noch ausspielen, wenn da noch Wünsche dann offen sein sollten. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir es dann angehen werden, wird es auch dazu natürlich einen Thread geben in Beta-Zirkel. Da sammle ich dann Ideen von Usern. Da muss ich auch wirklich ein Lob und Dank an die User richten, weil so viele tolle Ideen dort auch gemeldet worden sind. Und da merkt man, die User, die haben Lust, mit uns zu interagieren, mit uns zu arbeiten. Die haben auch wirklich Lust, die Webseite voranzutreiben. Und das ist super Sache, wirklich. Also da von uns auch mal ein Applaus. Ja, also das ist wirklich sehr schön, da viel konstruktives Feedback zu kriegen. Und ja, nicht nur Animex ist doof. Jo, und ihr habt für Quartal 4 2019 auch schon eine Idee, was ihr machen wollt. Ja, das ist auch noch eher eine unbekannte. Also wir haben es jetzt mal Animex Timeline genannt. Wir wollen mehr Interaktion zwischen den einzelnen Animex-Nutzern fördern. Und wie genau das aussehen soll, das steht noch nicht fest. Wir werden dann, wenn das näher rückt, ein Konzept ausarbeiten. Vielleicht hat auch wer anders Lust, da vorher schon Ideen einzureichen. Aber hauptsächlich geht es darum, die Nutzer mehr interagieren zu lassen. Also einer der großen Wünsche unserer Umfrage war ja, dass mehr Aktivität und mehr Erreichbarkeit gebildet wird. Und das können wir über eine Timeline natürlich wunderbar abbilden, weil die mit den Notifications, die oben in der Leiste wären, interagieren kann. Da kann man dann direkt sehen, welcher meiner Kontakte hat denn ein neues Fanart hochgeladen. Natürlich auch mit der Berücksichtigung, dass der User die Möglichkeit hat, sich da auf komplett privat oder nur auf seine Kontakte zu begrenzen. Wenn er möchte, kann er natürlich auch öffentlich dargestellt werden. Da könnte man sich eine Kombination mit den Serien wieder vorstellen und so weiter. Also das Ziel von dieser Timeline ist natürlich die Vernetzung von Animex auf möglichst kurzem und klarem Wege. Ich meine, die persönliche Startseite ist sehr ähnlich, aber zum Beispiel, wenn man da eine Benachrichtigung bekommt, jemand hat ein neues Fanart hochgeladen, dann kann man da nicht direkt kommentieren. Das macht es bedeutend schwieriger als bei Twitter, wo man direkt einfach einen Kommentar drunter postet und muss dann erstmal noch eine Seite weitergehen, kommentieren, klicken. Soll alles ein bisschen einfacher werden. Und auch schnell. Also man merkt auch, wenn man so ein bisschen die Statistik betrachtet, ein User springt ab innerhalb der ersten 3 Sekunden, wenn keine Reaktion erfolgt, so aus der analytischen Angehensweise. Und da möchten wir natürlich gucken, dass wir die Zeiten möglichst gering halten und die Wege dahin auch möglichst gering, damit die Leute auch Lust haben, irgendwas zu kommentieren. Weil wenn man dann natürlich erstmal hier hin und da hin und dorthin muss, dann geht das meistens verloren. Also so ein bisschen wollt ihr tatsächlich Animex jetzt nicht nur aus den 90ern rausholen, ihr wollt tatsächlich auch so ein bisschen Social Media mit reinbringen und einfach die Kommunikation zwischen den Usern vereinfachen, aber auch die Gelegenheit und die Zeiten auf der Seite verkürzen, dass es attraktiver wird sozusagen. Ja, also wir wollen nicht die nächste Social Media Plattform werden, wir wollen schon die Stärken von Animex behalten, die sind sehr wichtig und einfach nur on top das anbieten. Die persönliche Startseite ist ja schon recht ähnlich.
Aber die ist noch nicht so komfortabel, wie man es halt vielleicht gerne hätte. Genau. Man sieht nur das, was seine Kontakte postet, außer man abonniert eine Serie. Aber es gibt auch, also es wird jetzt auch keine Ersetzung der, also es ist nicht geplant, die persönliche Startseite damit komplett zu ersetzen, sondern sie eigentlich nur zu erweitern und noch mehr Möglichkeiten anzubieten. Wunderbar. Ich habe im Vorhinein mitbekommen, dass ihr noch Videos für uns mitgebracht habt. Wollen wir uns die noch angucken oder passt das jetzt nicht so ganz? Oh, doch, 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 sehr gerne. Da gibt es noch ein Video von der Mobile-Variante, die, wo man sehen könnte, wie es denn ausschaut, wenn man sich da mal durchklickt. Es ist natürlich zum Beispiel die Kommentare, die sind auf der Desktop-Umgebung direkt sichtbar auf der Startseite. Von, beziehungsweise auf der Detailseite vom Event und Mobile könnte man das möglicherweise dort in so einem Cardo am Rand nochmal verpacken und dann extra öffnen, auch da, dass man alles griffbereit hat, das würde dann auch mit Scrollen entsprechen. Es ist eine Idee, wir wissen noch nicht, ob das in die finale Umsetzungsphase kommt, aber wichtig wäre es natürlich auch, dass man schnelle Zugänge erhält zu diesen Kommentaren und zu den ganzen anderen Untersektionen. Die Karte wird natürlich noch wieder seinen Platz finden und auch die soll dann über diese Navigation möglichst komfortabel erreicht werden. Ich überlege sogar, einen Linkshänder-Support mit einzubauen, dass man sagen kann, ob diese Sachen denn bitte links sein sollen oder rechts. Ja, weil meistens ist ja immer so alles auf Rechtshänder ausgelegt. Dabei ist es für die Linkshänder natürlich dann schwieriger, auf die ganze rechte Seite des Bildschirms zu kommen. Also ja, ist einiges geplant. Und mehr, ja, vieles davon schon in der Public Beta demnächst zu sehen. Okay, und das zweite Video handelt wovon? Das zweite Video ist ein Beispiel, wie man sich die Anmeldungsphase vorstellen könnte. Also Desktop möchten wir das sogenannte User Boarding, beziehungsweise nicht nur Desktop, sondern auch Mobile, aber das Beispiel ist jetzt Desktop, deutlich komfortabler gestalten und im Moment geht man halt auf ein Formular und es ist ja halt ein Formular. Oh, das Video ist nicht da gelandet. Dann werde ich es im Beta-Zirkel verlinken, demnächst. Das soll auf jeden Fall demonstrieren, wie man auf attraktivem Wege sich anmelden kann auf Animex und nicht mehr nur da einfach nur ein Formular, sondern auch so ein bisschen Fragen stellen, vielleicht sogar kombiniert mit Interessen oder Serien. Da haben wir auch schon ja, dass man zum Beispiel angeben kann, ich bin Fotograf, ich bin Fanart-Künstler, dass man dann schon so ein bisschen mehr hingeleitet wird, was man auf der Seite tun kann. Genau. Eine der Kritiken war nämlich auch, dass man sich nicht zurechtfindet, weil die Seite so groß ist. Und wenn wir natürlich direkt am Anfang wissen, wo sind denn überhaupt die Interessen vorhanden, können wir dann auch später im Userboarding viel besser darauf reagieren, um den User auch intuitiv und gezielt genau dahin zu leiten. Okay, prima. Möchtet ihr uns noch irgendwas mitteilen? Weil wir sind leider schon am Ende der Zeit angekommen. Feedback. Feedback. Auf jeden Fall, ja. Viel Feedback. Ganz, ganz viel Feedback. Und wer helfen möchte? Kann sich auch gerne jederzeit melden, genau. Also wir sind über jede Hilfe dankbar und möchten auch dieses Mal alles mit der Community zusammen machen. Das finde ich schön. Wie ich es gerade schon angesprochen hatte, wir machen das alles ehrenamtlich, also wir machen das in unserer Freizeit. Klar, man investiert Zeit, manchmal knirscht man mit den Zähnen, manchmal möchte man am liebsten mit der Faust auf den Tisch hauen. Aber wir machen das alle aus Leidenschaft, wir machen das alle, weil wir Freude dran haben. Ich denke mal, ihr kommt ja auch auf die Con, weil ihr das mit Leidenschaft macht, weil ihr euch dafür interessiert, oder? Dementsprechend ist es auch mir persönlich ein Anliegen, wenn ihr mal Interesse habt, wenn ihr auch meint, okay, auch nur eine Kleinigkeit, ihr könnt irgendein Bild beisteuern oder ihr lest Textkorrektur, meldet euch bei uns. Wir freuen uns wirklich über jeden Handschlag, den wir kriegen können, weil davon lebt Animex und das macht Animex meiner Meinung nach aus, getreu nach unserem Motto von Fans für Fans. Ja, und ich möchte auch nochmal den ganzen anderen ehrenamtlichen Helfern auf der Website danken. Also es sind ja nicht nur wir Entwickler, es sind ja auch noch der Galli und der Lore, die die Server mitpflegen. Und die ganzen anderen Helfer, die... Die Bereichsleiter natürlich, die Bereichsleiter unterstützenden Helfer. Die Leute im Helpdesk, die Freischalter, ja. Die sind natürlich jetzt... Also es sind viele, viele, viele Leute dahinter. Und das ist toll, dass es die gibt und mitmachen. Es ist ein tolles Gefühl, im Team das zu machen, definitiv.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr uns die neue Animex-Seite vorgestellt habt. Ich bin schon echt gespannt, wie die dann final aussehen wird. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch im Beta-Zirkel an. Da werdet ihr dann auf die nette Dame hier wieder treffen. Und dann könnt ihr gerne mitreden und mitbestimmen, wie unsere neue Webseite aussehen wird. Vielen Dank an der Stelle. Danke auch. Danke.